Alles, was ich jetzt spreche, geht in das System rein. Alles, was auf der Kamera ist, geht da jetzt auch rein in das Video. Eure Stimmen sind komplett raus. Und wenn es jetzt wichtig ist, wiederhole ich das, damit das dann im Prinzip dann auch in der Aufnahme drin ist. Also nicht wundern, wenn er dann plötzlich so ein Papagei da irgendwie macht und du denkst, was hat der denn für einen Sprachfehler? Dann hat das nur einen Sinn. So, wir sind jetzt so weit, dass wir loslegen wollen, und zwar bezüglich, wir müssen uns irgendwie einigen. Einigen ist, ich kann mich hier natürlich selbst befriedigen, das ist immer so ein schönes Wort, aber in der Sache ist es tatsächlich so, es geht ja hier um euch und da wollen wir uns im Prinzip auf die Prüfung irgendwie vorbereiten und jeder von uns hat eine unterschiedliche Vorbildung, eine unterschiedliche Vorbereitungsphase und wir haben ja 2 Tage Zeit und das ist schon eine ganze Menge, wenn ich ganz ehrlich bin. Für diese 2 Tage, da können wir eine ganze Menge durcharbeiten. Das, worauf es mir immer ankommt, ist, dass man natürlich, sag ich mal, so da dieses Handwerkszeug, das man für die HAKU-Prüfung braucht, sich irgendwie anarbeitet. Also das Handwerkszeug. Und das Handwerkszeug, das ist vor allen Dingen natürlich das Tabellenbuch, das wir haben müssen. Denn das ist das Einzige, was uns tatsächlich so ein kleines bisschen hilft. Also das Tabellenbuch, ich benutze dieses Europa-Tabellenbuch, aber es gibt auch den anderen da, diese dicke Fibel, wie heißt die noch? Christiani, richtig. Der Christiani ist derjenige, der im Prinzip das Pendant dazu bildet. Ich weiß, dass einige damit auch arbeiten. Für mich ist das Ding eigentlich immer zu dick, wenn ich in den Unterricht hier bei uns zu den Bildungsträgern flitze, um es mitzunehmen. Da ist das Tabellenbuch eigentlich ehrlich gesagt handlicher. Außerdem habe ich mein ganzes Leben das Tabellenbuch als Begleiter sozusagen meiner beruflichen Karriere benutzt. Habe irgendwann mal Schlosser gelernt, ewig her, weißt du, auf der Werft. Und da war das Tabellenbuch auch schon also ein Begleiter meiner Wenigkeit. Und darum bin ich also einfach dabei geblieben und finde auch, dass es eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich alles in einer komprimierten Art widerspiegelt, wo ich finde, kann man auch ganz gut mitleben. Alles kann da nie drin stehen, aber das hast du beim Christiani auch nicht. Christiani erklärt manchmal vielleicht so ein kleines bisschen mehr, während das ist wirklich nur ein Tabellenwerk, wenn man so will, ist der Christiani manchmal auch noch so ein ganz kleines bisschen Lernpartner und gibt dann vielleicht so bei der Wärmebehandlung vielleicht noch mal ein bisschen mehr an Informationen preis als das Gebilde hier. Aber im Allgemeinen genügt es ja als Eselsbrücke vollkommen, wenn du dich damit befasst. Und ich glaube, das ist auch bei jedem von euch so irgendwie gängige Praxis, dass er das hier benutzt und so weiter. Also wunderbar. Was will ich von euch? Und ich sag mal, ich kenne ja alle Prüfungen hier. Und alle Prüfungen sind irgendwie, ja, jede Prüfung ist anders. Es gibt Prüfungen, die sind wirklich einigermaßen gut. Es gibt Prüfungen, die sind wirklich einigermaßen schlecht. Und die schlechten habe ich gesagt, naja, die lassen wir einfach grün. Die sind da, wenn ich hier mal so zurückgucke, Lasthaken, Keilriemengetriebe, Gartenwalze, weißt du, das waren alles so Versuche, um in die Ganzheitlichkeit mal reinzukommen. Aber im Großen und Ganzen wiederholen sich ja im Prinzip auch immer wieder bestimmte technische Abfragen in den Prüfungen. Und genau um diese technischen Abfragen will ich mich mal so ein bisschen mit euch dann kümmern. Also was wir in jedem Fall können müssen und was auch immer eigentlich ein Punktespender gewesen ist. Und da muss man jetzt tatsächlich sagen, wenn du hier mal so reinguckst, war das hier vorne der Anfang, dann hat sich das über einen ganz langen Zeitraum irgendwie immer konstant weitergehalten und wir befinden uns jetzt hier unten in einer Phase, wo wir so eine Art Veränderung in den Prüfungen wahrnehmen. Das fängt im Grunde genommen hier vorne schon so ein bisschen an, ab 2019, ab hier. Da kannst du beinahe sagen, wenn du diese Prüfungen jetzt mit den vorherigen vergleichst, sind die Fragestellungen hier alle etwas anders. Die sind nicht mehr so, ich sag mal so fachbezogen, die sind ein bisschen gefühlt übergreifend und ich sag mal schwammiger. Ich habe mir eben gerade noch mal die Prüfung von 2021-2, also die letzte aus dem Herbst, mir angeguckt. Und ich war komplett überrascht, dass es da nicht eine einzige Fertigungsaufgabe gegeben hat. Wo ich sonst normalerweise immer gesagt habe, ein sicherer Punktespender ist es, irgendwie immer die Hauptzeiten berechnen zu können. Die Hauptzeiten. Die Hauptzeiten TH. Naja, und das für Fräsen. Ich schreibe das mal mit, weil ich sage mal, wir können ja gleich entscheiden und sagen, ja, wir werden das sicherlich auch üben wollen, weil bloß weil es einmal nicht dran war, wird es jetzt vielleicht nicht immer gemieden werden. Aber es war bislang eigentlich immer ein Thema, Hauptzeiten für Fräsen zu rechnen, für Bohren, für Drehen, was weiß ich, Senken, Gewinde schneiden.
Gewinde schneiden. Was haben wir denn sonst noch für Scheißfertigungsverfahren, die wir können müssen? Fräsen. Warte mal. Also ich sag mal Laserstrahl schneiden, weißt du? Laserstrahl schneiden. War noch nie ein Thema, kann aber durchaus mal sein. Laserstrahl schneiden. Denn ich weiß, halt, wir hatten auch hier dieses Schweißen im Übrigen, ne? Erinnerst du dich daran? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welchem Thema das gewesen ist. Da war irgendwo tatsächlich auch hier, ich glaube beim Gurtförderer, war die Hauptzeit vom Schweißen zu rechnen. Weißt du das noch? Ich gehe da jetzt einfach nur so einfach durch. Ich kenne die Prüfungen ja eigentlich wirklich alle einigermaßen gut und manchmal weiß ich nicht genau, in welcher Prüfung jetzt was gestanden hat, weil so auswendig will ich es dann auch nicht lernen. Aber ich weiß, dass Schweißen schon mal Hauptzeit gewesen ist. Laserstrahl, Plasma könnte es genauso sein. Plasma, autogen, weißt du? Plasma, autogen. Autogen. So, und jetzt habe ich hier dir so viel schon mal hingeschrieben und ich weiß natürlich auch, Prüfungsvorbereitung ist hier jetzt kein Lehrunterricht mehr. Wir sind ja beide schon da an der Stelle ein bisschen weiter als, habe ich noch nie gehört, weiß ich gar nicht. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass da schon so ein bisschen an Informationen bei euch mal angekommen ist durch den Berufsträger oder Bildungsträger oder eben einfach auch durch eure eigene Vorbereitung. Laserstrahl, Autogen, Plasma. Und ich will jetzt mal vielleicht einfach den Einstieg mal so wagen, weil ich genau weiß, Laserstrahl schneiden war noch nicht dran. Dann weißt du natürlich auch, und in Bezug auf moderne Fertigungsverfahren, weißt du, moderne Fertigungsverfahren, da gibt es ja gar nicht so viele. Wenn du mal guckst, Fräsen, Bohren, das sind doch alles Klassiker der Technik, wenn du so willst. Laserstrahl schneiden ist eigentlich auch schon 20 Jahre alt, weißt du? Das Laserstrahlschweißen sicherlich auch. Das einzige Fertigungsverfahren, das wirklich so in der Neuzeit jetzt entwickelt wurde, das ist das hier. Wie jetzt? Das Verfahren sehe ich nicht. Ich sehe hier jetzt nur das Bauteil. Ja? Ja, ist bei mir voll aktiv, das alte Luder. Du kannst du oben bei dir mal gucken, aktive Kameras anzeigen und so weiter. Da warte, mach das mal. Ich habe jetzt keine Handhabe, sag ich mal. Weißt du? Einfach raus, rein. Alte Liebesspiel, hätte ich fast gesagt. Dann sollte es vielleicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na gut, aber jedenfalls, um welches Verfahren handelt es sich denn hier? Weißt du, während das hier natürlich noch das Laserstrahlschweißen war, zum Beispiel. Dieses hier jetzt nochmal das Laserstrahl schneiden, bewegen wir uns jetzt hier in diesem Teilchen hier. Was ist das? Irgendeiner eine Idee? Ganz genau. Hier geht es also um das additive Fertigungsverfahren und so heißen die ja auch. Im Grunde genommen schreibt man dann immer entweder Lasersintern oder sowas, ne? Aber das ist kein Lasersintern. Wir reden technisch hier von dem 3D-Druck, wenn du so willst. Da habe ich mal ein paar Bauteile mir mal so mitgeben lassen, als ich die Firma mal besucht habe. SLM sitzt hier bei uns in Lübeck. Und für die habe ich mir das dann mal, also da habe ich mal eine Besichtigung machen können mit den Kollegen. Oder in dem Laden jedenfalls. Und da haben die mir dann also die Teile mitgegeben, nach dem Motto, ja, aber dann zeigst du sie auch bitte, wenn du da im Unterricht bist. Ja, sage ich ja jetzt auch, ne? Genau. Aber ich hätte es auch sowieso getan. Aber du kannst erkennen, dass hier praktisch die Bauteile jetzt irgendwie gefühlt ohne Form gegossen worden sind. Ja, Gießen war das Verfahren der Vergangenheit. Da haben wir also Gehäuse oder auch Zahnräder und so weiter gegossen. Propeller und so weiter hier, Lüfterräder wurden auch gegossen, aber die wurden nie so filigran ausgearbeitet wie dies hier, sodass dann quasi hier tatsächlich jetzt ich sag mal, das Bauteil hier aus dem Staub erwächst. Und dann kommen eben solche Fragen, was ist der Vorteil gegenüber anderen Verfahren und so weiter. Und letztlich ist es natürlich auch wichtig, im Grunde genommen zu wissen, wie lange dauert das eigentlich, wenn man jetzt hier sich das mal so anguckt, weißt du? Wie lange dauert denn eigentlich so diese Herstellung? Eigentlich fehlt mir hier bei der Hauptzeit natürlich auch, was weiß ich, die Hauptzeit bei der additiven Fertigung, verstehst du? Additiven Fertigung. Die war noch nie da. Additiven Fertigung. Hast du eine Ahnung, wie man der Sache beikommen könnte?
Ja, ich habe mir das mal auch dann sagen lassen, weil wenn du wissen willst, wie lange so etwas dauert in der Herstellung, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es eigentlich bei den Gerätschaften immer eine Kenngröße gibt, die da heißt, wir können pro Stunde 1 Kubikzentimeter Material verarbeiten, zum Beispiel. Verstehst du? Das ist eigentlich die eigentliche Aufschmelzleistung, die durch den Laser begrenzt ist. Und da würde dann in der Aufgabe irgendwo stehen, so diese Fertigungsleistung wären dann immer so, was weiß ich, 21 Kubikzentimeter pro Stunde. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Volumen pro Zeiteinheit, weißt du? So kannst du es ja sagen. Ein Volumen pro Zeiteinheit, du kennst es, habe ich gestern gerade in NTG gemacht. Volumenstrom, so ähnlich wäre das eigentlich. Aber das wäre eigentlich die Abschmelzleistung oder sowas, oder in der Art könnte man das sagen, aber das wäre eigentlich das schmelzbare Volumen pro Zeiteinheit, so könnte man das ja im weitesten Sinne beschreiben. Und dann ist es doch einfach, wenn du weißt, wie viel Kubikzentimeter jetzt in der Form liegen, du wirst ja nicht nur ein so ein Teil nehmen, sondern du wirst mehrere Teile nebeneinander positionieren. Also auf meiner A4-Fläche, die jetzt als Arbeitsfläche bei diesen Lasergeräten vorliegt, werde ich natürlich vielleicht 10, 20, 30, je nachdem wie groß und was auch immer drin ist, positionieren. Und dann weiß ich natürlich, okay, komm, 21 Kubikzentimeter pro Stunde kann ich. Ein Bauteil wiegt hier zum Beispiel oder hat jetzt 1 Kubikzentimeter. So, dann kannst du natürlich sagen, alles klar, 21 von den Teilen könnte ich pro Stunde fertigen. Also nur mal so als Idee, keine Sau von uns kann sich auf so eine Aufgabe vorbereiten. Und das ist etwas, was hier in der Vergangenheit tatsächlich so ein kleines bisschen gefühlt zugenommen hat, wo man sagt, ja, komm, die hauen uns immer irgendwas um die Ohren, wo man eigentlich nicht so genau weiß, was kommt.